Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 15. Juni. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Aktuell liegen wir bei 15.750. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der meinte, Carlos, wie entscheidest du, ob du jetzt die Big Number nach oben oder nach unten platzierst? Eigentlich nur, was dichter dran ist. Jetzt sind wir genau in der Mitte, deswegen können wir einmal bei 15.800 platzieren. Und einmal in der Mitte 15.700. Und ich hoffe, der eine oder andere Kurs wird dort erreicht. Wir messen einmal ganz kurz die Trading Range ab. 17,8 Punkte. Ja, wir haben ein Gap von gestern bei 15.721, das geschlossen werden muss. So, oder nicht muss, aber könnte. Gucken wir einmal in die Vergangenheit. Gestern Abend kleine Boxen, aber interessant sind ja gegen Nachmittag eine 11,5er, die gelaufen ist, eine 30er Box, die gelaufen ist, eine 38er ist zu groß für uns, aber die 13,5er, sehr schön hier, auch die haben wir getradet, auch direkt im ersten in den Gewinn gelaufen. Vodaboxen, wie sieht es da gestern aus? Gestern Nachmittag oder frühen Abend einmal hier rein, da einmal rein und raus. Die haben wir getradet. Ansonsten gucken wir einmal, wo kommen die Vola-Boxen heute rein. 15.745. Das wird hier sein. 45. Blicken wir nochmal drauf, ob das soweit in Ordnung ist. Ja. 45. So, das heißt, wir haben hier alles vorbereitet für die 9 Uhr Session. Big Number einmal oben, 17,8 und 15,8 und 15,7. Und jetzt gucken wir einmal auf unseren größeren Zeitebenen und fangen heute an mit Bitcoin. Tagesbasis immer noch short, Wochenbasis immer noch long, 4 Stunden long, Stunde long, 30 Minuten long, 15 long und 5 Minuten short. Und wir sehen hier so, ja, von dem Chart ein kleines Dreieck. Gucken wir mal, wo er ausbricht hier. Aber das sind die kurzen Zeitebenen. Auf den großen Zeitebenen ist der Markt long, dank wahrscheinlich wieder den super Influencer Elon Musk, der dann gesagt hat, wenn man ihn nachweisen kann, dass Bitcoin zu 50% oder dass man das, glaube ich, ökologischer schürft zu 50% der Bitcoins oder wie auch immer, dann würde er das wieder nehmen. Also verrückt, und dadurch ist der Markt wieder ein bisschen angezogen. 40.325, also über der 40.000er Marke. Das Tief im Bitcoin lag bei 28.000. Ethereum. Auch hier gucken wir mal. Auf den Tagesbasischart knapp vom Long Setup. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Also Ethereum auch gestern, glaube ich, knapp 10% gestiegen. Kommen wir zum DAX. DAX auf Daily Basis. Klar Long. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long. Also alle kurzen und alle Zeitebenen zeigen heute wieder alles auf grün, nämlich für Long. Gehen wir in Gold rein. Gold auf Daily Basis Long. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long. Also hier ein bisschen unentschieden. Öl 70.009. Long auf der Daily Basis, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Long, 5 Minuten auch Long, auch hier mehr Long als Short. Technologiebörse Nasdaq, Daily Basis All-Time High, Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long, auch hier alles nach oben. S&P, der letzte Markt, den wir uns nochmal anschauen, Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15, 5. Also die Aktienmärkte, alle bullish.
Das heißt, aufpassen, wenn es zu Short Trades kommt, so, und wir warten jetzt 8:41 Uhr auf unsere Signale. Und die Vola-Boxen sehen wir hier. Wird voraussichtlich die erste sein. Siebenhundertsechsundvierzig Long zu 15.731 Short. Gucken, ob die Falle jetzt zuschnappt. Jetzt ist die Falle aktiviert. Das bedeutet, wenn die eine oder andere Richtung, wenn der Markt jetzt diese 15er Box verlässt, sind wir auf jeden Fall mit dabei. 15.731 Short und 15.746 Long. So, wir sind Long ausgeführt im ersten Trade. Long ausgeführt auf der gegenüberliegenden Seite. Bei 15.731 liegt die zweite Short Order, falls der Markt sich für die andere Richtung entscheiden sollte. Zielmarken. Wenn wir also in Richtung zweiten Trade laufen, ist die nächste Zielmarke 15,7 und darunter wäre dann sogar dann die nächste Vola-Box bei 15.669. Wenn wir das Ganze mal auf den 5-Minuten-Chart betrachten, ich mache das mal ein bisschen kleiner. Ja, haben wir hier aber auch keine Gaps, die jetzt hier schnellstens geschlossen werden. Also das ist eine gute Zone. Wir sehen es hier auch von gestern, hier bei 15.669. Das Ganze auf dem 15-Minuten-Chart sieht dann so aus. Also wir gehen wieder zurück auf den Minuten. Wir sind long in der ersten Falle, den wir den DAX gestellt haben. Und wir sind raus. Das war der Eröffnungstrade. Ich platziere die Box noch einmal, verabschiede mich jetzt für bei den YouTubern, unser Videotagebuch. Das war der erste Eröffnungstrade in Richtung jetzt den 1000. Handelstag. Ja, und wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen wieder. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter.